Lisa und ihre besten Freundinnen Laura, Jana und Rita machten eine Pyjama-Party. Sie beschlossen, sich im Wohnzimmer einen Film anzusehen. Lisa ging in die Küche, um ein paar Snacks zu holen. Als sie zurückkam, lag Laura bewusstlos am Boden. Rita sagte, ich habe mit meinem Freund telefoniert. Plötzlich hat Jana Laura mit einem Kissen geschlagen und sie fiel hin. Ich weiß nicht warum. Jana sagte, Rita lügt. Sie hat Laura heftig mit einem Kissen attackiert. Mit voller Absicht. Wer lügt? Beide. In dem Raum gibt es gar keine Kissen. Nach dem Film beschlossen die Mädchen, Ouija zu spielen. Sie riefen den Geist einer bekannten Sängerin. Plötzlich bewegte sich der Pfeil des Spiels wie von Geisterhand und schrieb Egad drei Hykone Biel Bukue. Kannst du Lisa und ihren Freundinnen helfen, die Nachricht zu entschlüsseln? Sie lautet, euch bleiben noch 3 Tage. Die Mädchen bekamen riesige Angst und beendeten das Spiel. Laura schlug vor, ein paar Fotos zu machen. Es entstanden viele süße Schnappschüsse. Doch als sie sich ansahen, bekamen sie noch mehr Angst. Warum? Auf diesem Bild sind alle 4 Freundinnen, aber wer hat dann das Foto geschossen? Lisa verkündete, dass es an der Zeit wäre, schlafen zu gehen. Doch als sie ihr Zimmer betraten, rannten sie sofort schreiend wieder raus. Warum? Sieh in den Spiegel, ein gruseliger Schatten winkt ihnen. Lisa schlug daher ihren Freundinnen vor, im Schlafzimmer ihrer Eltern zu übernachten. Sie selbst legte sich aufs Sofa im Wohnzimmer. Der laufende Fernseher beruhigte sie. Mitten in der Nacht hörte sie Geräusche im Schlafzimmer und sah schnell nach ihren Freundinnen. Alle schienen zu schlafen. Hast du eine Idee, wer von ihnen draußen gewesen ist? Laura, sie hat Blätter in den Haaren. Am nächsten Tag treffen sich Lisa, Rita und Laura im Klassenraum. Sie machen sich ernste Sorgen. Warum? Das ist Janas Platz. Er ist leer. Sie ist nicht zur Schule gekommen. Sie hat nicht Bescheid gesagt. Sieh nur, Lisa trägt eine Kaffeetasse mit Janas Namen darauf. Jana tauchte nicht auf und ging auch nicht ans Telefon. Lisa, Rita und Laura besuchten sie daher. Sie fanden das Mädchen in ihrem Zimmer unter einer Decke. Die Freundinnen bekamen es mit der Angst zu tun. Weißt du warum? Jana hat ihre Fenster mit dichten Vorhängen verdunkelt und die Form ihrer Ohren und Zähne hat sich verändert. Sie verwandelt sich in einen Vampir. Laura beschloss, bei Jana zu bleiben. Derweil besuchten Rita und Lisa ihre Tante Vera. Sie betrieb einen Zauberladen mit verschiedenen Zaubertränken. Als Vera hörte, was mit Jana geschehen war, sagte sie, okay, ich benötige 3 Zutaten, um einen heilenden Trunk zu brauen. Das ist die erste. Wenn ich es bekomme, legt ihr bei Rot los und hört bei Grün auf. Weißt du, welche Zutat das ist? Es ist eine Wassermelone. Für die 2. Zutat nahm Vera, Rita und Lisa mit auf ihre Kirschplantage. Rita pflückte 8 Kirschen, Lisa 13 und Vera 14. Wie viele Äpfel haben sie gemeinsam geerntet? Keinen. Auf einer Kirschplantage wachsen keine Äpfel. Sie wuchs in der Nähe des unheimlichsten Hauses der Stadt. Vera beauftragte Lisa und Rita, die Pflanze zu finden und zu ihr zu bringen. Während Rita den Garten durchsuchte, sah Lisa sich das Haus genauer an. An der Tür hing ein Schild mit einem seltsamen Namen, Gisele Skur Alifel.
Sie öffnete die Tür und trat ein. Plötzlich schlug hinter ihr die Tür zu. Unzählige Vampirfledermäuse stürzten sich auf sie. Lisa zerrte wie wild an der Tür. Da erkannte sie, dass dort etwas stand. Ändere die Buchstabenreihenfolge in Giselescur Alifel. Sie schrie die Antwort und die Tür ging auf. Was hat sie gesagt? Der wahre Name des Ortes war Gruselige Villa. Rita entdeckte 3 Wurzelgemüse im Garten. Doch welches davon war Mandragora? Kannst du sagen, welches Gemüse Rita mitnehmen soll? Selbst wenn du noch nie eine Mandragora gesehen hast, kannst du die anderen Pflanzen ausschließen. Das ist definitiv eine Karotte und das ist rote Beete. Also muss das übrige Mandragora sein. Lisa und Rita wollten den unheimlichen Ort schnell verlassen. Doch da traten sie in eine Falle und stürzten in eine tiefe Grube. Sie sahen sich um und entdeckten 3 Tunnel in die Freiheit. Im ersten Tunnel wartete ein feuerspeiender Drache auf sie. Er war sehr wütend und hasste Menschen. Im zweiten Tunnel befand sich ein Portal zu einem schwarzen Loch. Im dritten Tunnel wuchsen riesige Kakteen, deren Pflanzensaft hochgradig giftig war. Für welchen Weg sollten Lisa und Rita sich entscheiden? Den dritten. Die Kakteen haben keine Stacheln. Außerdem sind die Mädchen ja nicht gezwungen, den Pflanzensaft zu trinken. Vera bereitete den Trunk für Jana zu. Lisa und Rita brachten ihn zu ihr nach Hause. Doch als sie ankamen, war niemand in dem Zimmer. Janas Eltern sagten, Laura und Lisa seien zusammen weggegangen und hätten sich sehr seltsam benommen. Rita sagte, oh nein, sie haben sich beide in Vampire verwandelt. Wir müssen sie finden. Du bist ein schneller und wütender Rennfahrer auf einer tropischen Insel. Du findest ein neues Motorrad online und rufst den Verkäufer an, um eine Probefahrt zu vereinbaren. Später am Tag kommst du am Treffpunkt an und siehst 2 Kerle mit 2 identischen Motorrädern. Einer von ihnen ist der Verkäufer, mit dem du gesprochen hast. Und der andere ist ein Betrüger, der dir ein gestohlenes Fahrzeug verkaufen will. Wer täuscht dich? Denke sorgfältig nach und zögere nicht, deine Antwort in den Kommentaren zu hinterlassen. Die Textnachricht des Verkäufers enthält das Logo seines Motorradladens. Der Kerl rechts trägt eine Baseballkappe mit demselben Logo. Daher muss er der offizielle Vertreter des Ladens sein. Daher ist der Kerl links ein Betrüger. Herzlichen Glückwunsch! Das Motorrad gehört jetzt Ihnen. Sie gehen auf die Straße und machen sich auf den Weg über den Pier. Plötzlich sehen Sie 3 Personen. Wen werden Sie zuerst retten? Teilen Sie es uns in den Kommentaren mit. Der Teenager spielt mit einer Klapperschlange, was ziemlich gefährlich aussieht. Aber zum Glück ist sie nicht echt. Sehen Sie? Sie hat einen Barcode an der Seite, also ist es nur ein Spielzeug. Die Dame ist dabei, in das von Haien wimmelnde Meer zu springen. Aber schauen Sie genau hin. Sie posiert nur. Ihr Freund filmt ein Video. Er ist der Einzige, der hier gerettet werden muss, weil er auf Moschem, altem Holz, steht. Es steht kurz vor dem Einsturz. So riskiert er tatsächlich, mit den Haien zu schwimmen. Du rettest den Tag und setzt deine Fahrt fort. Oh nein. Die Hauptstraße ist wegen Reparaturen gesperrt. Du hast also nur 3 Möglichkeiten, zu deinem Bungalow zurückzukehren. Die erste Route ist die berüchtigte Bergspirale, bekannt für ihre Felsstürze. Die zweite Straße ist flach, führt aber durch einen von Krokodilen bewohnten Dschungel. Und die dritte Straße ist halb überflutet, weil sie durch das alte, verfluchte Sumpfgebiet führt. Welchen Weg wirst du wählen, um am Leben zu bleiben? Vergiss nicht, deine Antwort im Kommentarbereich unten mitzuteilen.
Schauen Sie sich die zweite Route genauer an. Das Schild sagt Krokodilfarm. Das bedeutet, dass die Krokodile unter Aufsicht in Innenräumen gehalten werden. Dies ist also die sicherste Wahl. Du nimmst die zweite Route und beschließt, die Krokodilfarm zu besuchen. Mal sehen, wie scharfsichtig du bist. Wer ist hier in Gefahr? Schreib es schneller als die anderen Brightside-Detektive in die Kommentare. Dieser Tourist hat die Barriere überquert. Der Name der Touristin ist Mimi. Sie helfen ihr dabei, sicher aus der Absperrung herauszukommen. Aber dabei verletzt sie sich am Bein. Daher bringen sie Mimi ins örtliche Krankenhaus. Können Sie hier irgendetwas Verdächtiges bemerken? Wenn Sie es erkannt haben, teilen Sie bitte Ihre Antwort mit. Kinderspiel. Die Windschutzscheibe dieses Krankenwagens ist mit weißer Farbe bedeckt. Sie betreten das Gebäude und treffen im Foyer auf drei Chirurgen. Welcher Arzt ist gefährlich? Lassen Sie den Hochstapler nicht entkommen. Teilen Sie Ihre Verdächtigungen. Der erste Arzt schläft. Aber vielleicht ist er nur müde nach einer langen Schicht. Die zweite Dame trägt keine Handschuhe. Aber das ist kein Verbrechen. Sie macht gerade eine Kaffeepause. In der Zwischenzeit sind die Nägel der dritten Dame zu lang und ausgefallen für die Arbeit eines Chirurgen. Und sie hat eine offene medizinische Spritze in die Lobby gebracht, was nicht sehr hygienisch ist. Der Arzt nimmt Mimi mit. Sie beschließen, einen Spaziergang durch das Krankenhaus zu machen und begegnen der folgenden Szene. Zwei größte Feinde, Gia und Kai, wachen gleichzeitig in einem Krankenhauszimmer auf. Beide greifen sofort nach einer Schere und versuchen, sich gegenseitig die Infusionsschläuche durchzuschneiden. Wer hat die größere Überlebenschance? Denken Sie sorgfältig nach und teilen Sie uns Ihre Antwort in den Kommentaren mit. Jemand, dessen Tropf weiter vom Arm entfernt angesetzt ist, hat größere Überlebenschancen. Auf diese Weise kann mehr Medizin in den Körper gelangen. Und unser Held gewinnt zusätzlich Zeit, bevor die Ärzte eintreffen. Daher ist es wahrscheinlich Gia.